Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute auch mit Lichter im Hintergrund. Ich habe es bei den letzten drei Videos, habe ich meine Lampen nicht angemacht. Ja, das ist der Urlaubsmodus. Jetzt bin ich wieder da, genau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video. Ich habe heute einen DM-Auffüll-Haul für euch. Mal wieder. Wir haben es krachen lassen und haben im Online-Shop bestellt, haben es uns nach Hause liefern lassen. Für 114 Euro haben wir eingekauft. So ein bisschen was, was man eben jetzt für die kommende Zeit so braucht. Und wenn euch interessiert, was wir beim DM Schönes geshoppt haben, dann bleibt sehr gerne dran. So, es ist immer noch sauheiß draußen. Von Herbst keine Spur, strahlend blauer Himmel, keine einzige Wolke. Es ist sauheiß bei uns im Haus. Und ja, ich trinke erstmal kurz was. Meine tolle Flasche übrigens, die ist so toll. Da ist ein Liter drin. Ich habe die bei Amazon gekauft. Ne? Hilft mir, mehr zu trinken, weil ich trinke meistens viel zu wenig. Und zweimal am Tag so eine Flasche hat mal 2 Liter. Ist perfekt. Ja, Werbung. Aber selbst gekauft. Es trinkt sich aus der Flasche unglaublich leicht. Und ja, da läuft es einfach nur so rein. Die Plörre sozusagen. Genau. Ich will aber gar nicht jetzt lange rumschnacken. Ich habe, wie gesagt, DM geshoppt und ich habe hier unten die große Kiste stehen. Die war jetzt zu groß, um sie hochzuwuchten. Deswegen, ich greife einfach rein, hole die Sachen raus und zeige sie euch. Ich fange mit dem Punktstück an, weil das zu oberst liegt sozusagen. Und zwar, nee, die Adventskalenderzeit ist am Start. Ich habe mir den von Manhattan gekauft für 39,95. Irgendwie hat er mich angesprochen. Ich weiß nicht mal wieso. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Aber irgendwie dachte ich mir, hä, Manhattan? Hatten die schon mal einen? Und ich glaube, das ist denen ihr erster Adventskalender. Und den werde ich natürlich im kommenden Video dann für euch auspacken. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Paket! Willkommen! Ach, danke, Schatzele. Okay. Ich habe es angenommen. Das ist lieb, aber du sollst doch nicht an die Tür, wenn ich nicht da bin, Maus. Meine Glossybox ist gerade gekommen. Yippie! Danke, Mausi. Gut. Du darfst wieder nach unten. Danke, Spatzel. Die Tür war zu. Ja, Töchterli hat die Post angenommen. Meine Glossybox ist gerade angekommen. Ja, genau. Ich glaube, die Nicole hat ihn schon geunboxed und fand ihn, glaube ich, nicht übel. Ich bin sehr gespannt. In die erste Tür haben Amelie und ich schon reingeguckt, weil sie war neugierig und sie hat sich drüber gefreut. Deswegen ist die hier schon da. Schon so ein bisschen angeknickst, ne? Aber der Rest ist noch geheim. Ich finde es schade, hier unten die Ecke ist ziemlich verdrückt. Ja, das fand ich ein bisschen doof. Das ist entweder beim Verpacken passiert oder eben in der Kiste, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich so auf diesen Kalender und ich freue mich drauf, ihn euch zu zeigen. Ich hoffe, es interessiert euch. Ja, jetzt machen wir weiter. Erste Mal mit dem DM-Paket. So, wir haben jede Menge Papier zum Auspolstern. So. Mit was mache ich denn weiter? Ich habe mein Mann durfte sich auch was aussuchen. Ich habe ihn gefragt, was er denn so braucht und er hat sich was überlegt, was er denn gut gebrauchen könnte, was leer gegangen ist. Das sind zum einen von Gillette seine Fusion 5 Klingen, da sind jetzt 4 Stück drin für seinen Rasierer. Und ja, ich denke, die sind made in Germany, die Klingen, das ist ganz gut. Er ist sehr zufrieden mit diesem Rasierer. Er hat gesagt, das ist der einzige, der für ihn gut funktioniert. Von daher hat er sich die Klingen aussuchen dürfen. Und er hat sich ein Deo ausgesucht und zwar von Axe, das Dark Temptation Dark Chocolate. 100% Fresh Fragrance. Genau, ohne Aluminiumsalze. Das mag er sehr gerne. Er hat jetzt bisher immer von Bruno Banani dieses Pinke gehabt. Und jetzt zur Abwechslung mal wieder ein Axe. So, wir haben eine neue Zahnbürste für Amelie bestellt. Sie hat jetzt ihren ersten Wackelzahn. Der wackelt schon sehr gewaltig. Den kannst du schon so nach vorne klappen. Und die zwei neuen Backenzähne sind am Start. Also der eine unten ist schon ganz rausgekommen und der andere oben, der schiebt sich jetzt gerade runter. Und deswegen gibt es jetzt die Juniorzahn von Dr. Best. Speziell für den Zahnwechsel stand drauf. 6 bis 8 Jahre. Deswegen dachte ich mir, die könnte vielleicht ganz gut sein, weil jetzt ist sie im Zahnwechsel endlich drin. Hat ein bisschen gedauert. Und ja, deswegen die hier. Wir hoffen sehr, dass die ihren Geschmack treffen wird. Wir werden es sehen. Ich habe mir mal wieder mein Perlweiß Raucherzahnweiß gekauft. Das ist ja mein Evergreen, den ich immer wieder nachkaufe. Und ich glaube, ich habe keins mehr im Vorrat.
Nein, Zahnbürsten habe ich noch, aber keine Zahncreme mehr. Deswegen durfte diese mitgehen, wie immer. Die macht für mich, also die macht gut weiße Zähne. Ich vertrage sie gut, mein Zahnschmelz verträgt sie gut. Von daher Däumchen hoch. Was machen wir denn weiter? Ich habe mir auch nochmal ein Nachschub-Deo gekauft. Und zwar wieder von Rexona, mein Maximum Protection, meine Deo-Creme. Ich habe sie wieder in rosa genommen. Ich glaube, blau war, fand ich am besten, aber ich wusste es nicht mehr. Deswegen habe ich sie jetzt nochmal hier genommen. Mit 96 Stunden Schutz. 96 Stunden. Das sind 4 Tage. 4 Tage das gleiche Deo. Ohne Duschen? Ich weiß nicht. Aber gut, es ist gut zu wissen, dass man in Theorie 96 Stunden Schutz hätte, wenn man es denn brauchen würde. Wenn man in der Wildnis unterwegs ist oder so und nicht duschen kann, ich weiß es nicht. Extremer Schweißschutz steht drauf. Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung. Ja, es ist wie immer diese Verpackung. Dann kann man das so hochdrehen und dann kommt hier oben aus diesen Löchern. Seht ihr es? Ich weiß es nicht. Stellt euch scharf. Aus diesen Löchern kommt dann diese Creme so hoch. Amelie sagt, es sieht aus wie Pickel. Sie hat nicht ganz Unrecht damit, muss man sagen. Ja, ich mag das einfach gern. Es hält mich trocken tagsüber. Und abends nehme ich dann ja ein Sprühdeo. Da wisst, wer mich schon länger verfolgt, der weiß das. Abends nach dem Duschen nehme ich immer ein normales Sprühdeo für die Nacht sozusagen. Und tagsüber kleister ich mir die Poren damit zu, damit ich nicht schwitze, weil ich halt ein Vielschwitzer bin. Genau. Okay, ich habe etwas für mein Badezimmer besorgt. Ein Duftgedöns nenne ich es jetzt mal. Weil, ja, wie das halt so ist im Badezimmer und man da seine Geschäfte verrichtet, ist es doch immer ganz schön, wenn es da ein bisschen duftet. Und ich hatte schon diese Duftstäbchen von Rituals und von Ipuro und hasse nicht gesehen. Und die von Rituals waren gigantisch gut, die habe ich aber nicht mehr. Und die anderen, die taugen nicht so viel. Und ich hatte jetzt letztens, oder ich habe das noch im Bad stehen, aber ich denke, es kommt ins nächste Aussortiert-Video, so ein Plastikding zum Aufdrehen, wo man dann den Deckel so ein bisschen hochzieht, da ist dann so eine Flüssigkeit drin und das soll dann duften. Das riecht nach nichts, nach absolut gar nichts. Es gibt null Geruch an die Raumluft ab. Von Anfang an schon nicht. Super enttäuschend. Deswegen habe ich mir jetzt von Febreze diesen 3-in-1 Duftstecker besorgt. Bekämpft Gerüche, erfrischt und ist langanhaltend. Bis zu 90 Tage. Das ist so ein Dreifachstecker. Da kommen 3 solche Flakons rein. Ich habe jetzt hier die Threevolution Amethyst Blütentraum mit dem Lenore Duft genommen, weil ich mag diesen Weichspüler von Lenore sehr gerne. Und das Gerät wechselt dann regelmäßig zwischen den 3 Düften durch, dass das quasi immer so ein bisschen nach was anderem riecht. Das fand ich irgendwie ganz interessant und ich wollte es mal ausprobieren. Das kann ich nämlich noch nicht. Das hier ist natürlich so ein Stecker für die Steckdose. Und ich habe eine Steckdose frei im Bad, deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Und habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr da Erfahrungswerte mit? Duftet das wirklich so lange? Und genau, wie läuft das denn so? Okay. Schlückchen Kaffee. Mmh. Ah, lecker. Mmh. Ich habe Nahrungsmittel gekauft. So. Ich muss das mal auspacken. Die haben das gut verpackt, weil das in der Glas, in einem Glas drin ist. So. Und zwar habe ich von DM Bio ein Erdnussmus. Das soll unglaublich gut schmecken auf Müsli. Also wenn man zum Beispiel, ich mache ja Weight Watchers, wer eins meiner letzten Videos gesehen hat. Ich esse morgens gerne ein Skier mit Früchten drin. Und so ein bisschen diese Köln-Haferflex obendrauf für ein bisschen was zum Kauen. Und das soll zu süß unglaublich gut passen, so ein Erdnussmus. Und ich wollte es schon mal ausprobieren. Soll auch punktetechnisch halbwegs vertretbar sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mal kurz schauen in meiner App, wenn ich gerade schon mal das Handy da habe. Ich kann das jetzt scannen über die Weight Watchers App und dann, also über den Barcode hier. Und dann spuckt der mir aus, was das an Punkte für mich hat. Ist natürlich auch relevant wegen der Menge. Mal gucken. Also ein Teelöffel hat einen Punkt. Ich würde sagen, mit 2 Teelöffel kriegt man da schon gut Geschmack ran.
Deswegen, das probiere ich sehr, sehr gerne aus. Falls ihr das kennt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das gut findet. Ich liebe Erdnussbutter und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo der Unterschied ist zwischen Mousse und Butter. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich mal googeln, wo der Unterschied ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich liebe Erdnussbutter auf Gelee, so wie die Amerikaner das gerne machen. Einfach so einen nicht getoasteten Toast, dann Marmelade und Erdnussbutter drauf. So geil. Aber ich schweife ab. Wir machen weiter. Ich habe Taschentuchboxen besorgt, weil der Herbst kommt. Die Schnupfnasenzeit kommt. Meine Tochter ist jetzt künftig dann ab nächsten Freitag in der Schule. Wird nicht mehr im Wald draußen rumtoben wie im Kindergarten. Wird auf engstem Raum mit vielen anderen Kindern sein und höchstwahrscheinlich öfters wieder Erkältungskrankheiten mit nach Hause bringen. Deswegen Tempo-Boxen im Dreierpäckle. Ich fand die Verpackung sehr schön. Tempo sind die besten Tempos, also Taschentücher meiner Meinung nach. Gleich danach kommt Kleenex. Aber ja, Tempos gehen einfach immer, braucht man immer, den ganzen Herbst durch. Bei uns stehen die Boxen überall verteilt, dass man immer eins griffbereit hat, wenn man denn gerade Nase putzen muss. So, dann, wartet. Ist natürlich auch noch was für mein Töchterli in den Einkauf gewandert. Ich bin am überlegen, ob ich ein bisschen was davon in ihre Schultüte vielleicht reinpacke. Ja, wir haben Badezusätze besorgt von Bübchen, wie immer. Wir haben einmal Glurak mit orangenem Wasser. Wir haben das Kuschelbad mit Kätzchen mit pinkem Wasser. Wir haben Labras mit blauem Wasser. Wir haben das Schaumbad Keksmonster mit lila Wasser. Und ich habe zweimal das Schaumbad Hayabubu, ebenfalls mit lilanem Wasser. Das ist, wenn sie dann vielleicht mal abends in die Wanne geht. Es riecht so, so schön. Ja, mit beruhigendem und entspannendem Duft. Genau, sie liebt diese Sachen und das hält bei uns wieder eine Weile. Wir tun das nicht bei jedem Mal duschen mit rein oder baden mit rein. Und ja, es ist mit Aloe Vera. Das ist sehr, sehr schön. Das pflegt die Haut wunderbar. Und gerade bei unserem Neurodermitis-Mäuschen ist die Pflege halt besonders wichtig. Und mit Bübchen haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was das Thema angeht. So. Dann gibt es noch was zum Thema Hygiene. Und zwar, ich habe mir neue Tampons bestellt. Ich habe von OB die Super Plus Komfort mit ultimativem Auslaufschutz für den Tag und für die Nacht. Die haben so Wings, die falten sich hier so auf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und nehmen dadurch die Flüssigkeit wohl noch besser auf. Dynamic Fit Technologie nennt sich das. Ich liebe einfach OBs, die sitzen gut und die halten gut. Und ich kaufe nur die originalen OBs. Ich komme mit den günstigen Tampons nicht klar, weil die auch meistens nicht meine Größe haben. Ich brauche Super Plus. Genau, kann man ruhig mal drüber schwätzen. Schließlich sind wir hier ja fast unter uns. Und um diese Tampons dann auch ordnungsgemäß entsorgen zu können nach Gebrauch, habe ich mir von Jessa die Entsorgungsbeutel für Hygieneprodukte gekauft. Ich habe die sowas in der Art schon gekauft beim Rossmann mit Lavendelduft. Und ja, das sind Plastiktütchen und das ist scheiße. Ja, aber mir ist es einfach wichtig, dass die Hygieneartikel gut verpackt sind. Ja, wegen Geruchsbildung etc. etc. Einfach auch, dass man das dann gleich wegschmeißen kann und ihr wisst, was ich meine. Ne? Und das sind jetzt halt eben auch solche Beutelchen. Ich glaube, die riechen jetzt nach nichts. Zumindest steht nichts drauf. Ein paar von den anderen habe ich noch. Das heißt, das wandert erstmal ins Backup und wird dann bei Bedarf angebrochen. Die stehen immer direkt zusammen mit meinen Tampons bei mir im Badezimmer griffbereit neben meiner Toilette. Einfach, wenn es dann losgeht, dass ich gut vorbereitet bin. Genau. So, wir haben was Großes. Und zwar, ich brauche neues Waschmittel. Und ich habe schon beim letzten Auffüllhaul habe ich das von Spee gekauft. So, das von Spee. Frische Kek, 24 Stunden Deo-Frische, bekämpft Alltagsgerüche. 4 in 1 und schlauer Preis für 50 Waschladungen. Damit war ich sehr zufrieden, deswegen habe ich es jetzt einfach mal nachgekauft.
Genau, das ist für jede Art von Wäsche gedacht. Also das ist sowohl für bunte als auch für Weißwäsche gut. Wobei ich Weißwäsche eigentlich immer mit meinem Perwoll für weiße Wäsche wasche, zusammen mit einem Weißtuch und einem Farbfangtuch und am besten noch mit Oxypower, damit das Weiß auch wirklich weiß bleibt. Also das nehme ich eigentlich nur so für Buntwäsche, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und so weiter. Genau, für normale Klamotten, die jetzt farblich nicht unbedingt getrennt werden müssen, nenne ich es jetzt mal. So. Wisst ihr Bescheid. Genau, ich mag das sehr gerne, kann ich empfehlen. Oh, ich sehe gerade, ich habe zweimal die Dr. Best für Amelichen gekauft. Irgendein Haar klebt mir auf der Lippe. Ja, da ist irgendwas. Hä, wo ist es? Ja. Da. Okay, hab's. Genau, nochmal die Juniorzahn für den Zahnwechsel in Lila. Wir haben sie zweimal in der gleichen Farbe bekommen, weil Farben kann man sich ja dann online nicht aussuchen. Deswegen ist es zweimal die gleiche geworden. Genau. So, dann habe ich einen Fehlkauf gemacht. Ich wollte eigentlich von Ebelin die Maxi-Wattepads kaufen und habe aber nicht auf Maxi geachtet, sondern nur auf 30 Stück. Ja, das heißt, ich habe jetzt die kleinen im Reiseformat. Das ärgert mich ein kleines bisschen, muss ich sagen, dass ich da abends im Dull auf dem Sofa beim Shoppen nicht richtig geguckt habe, weil ich brauche eigentlich die großen. Naja, vielleicht finde ich dafür irgendeine Verwendung. Jetzt habe ich sie halt. Kann ich nicht ändern. Dumm gelaufen. Muss ich beim nächsten Mal einfach besser gucken. Mein Mann hat sich noch was gewünscht. Und zwar das Zahnband von Don to Dent. Wir benutzen beide keine Zahnseide, sondern wirklich nur, wenn du es mal scharf stellst. Vielen Dank. Wir benutzen wirklich nur Zahnband. Das ist für uns am besten geeignet für unsere Zahnzwischenräume. Es schneidet nicht ein, man blutet nicht, es reißt nicht. Es ist extra gleitfähig. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, wer mit Zahnseide Probleme hat, das Zahnband mal zu benutzen. Das ist wirklich gut. Jetzt kommt schon das letzte Produkt. Und zwar, ich habe sie heute zu, die Haare, weil die nicht mehr ganz so fresh sind. Ich habe mir meine Haare wieder gefärbt und zwar diesmal wieder ein bisschen heller. Das ist jetzt ein Dunkelblond, was ich reingemacht habe. Weil es mir gerade einfach ein bisschen besser gefällt, das nicht ganz so dunkel zu haben, die Haare. Ich weiß nicht warum, bei mir wechselt das einfach öfter mal, wie ich da gerade Lust und Laune drauf habe. Und ich habe jetzt mir, um einfach wieder ein bisschen mehr Glanz und Farbstruktur in die Haare zu bekommen, habe ich mir mal ein Glossing besorgt von Schwarzkopf. Brillance, Glanzbehandlung. Und zwar für hellbraunes Haar, weil dunkelblond gab es nicht, deswegen habe ich jetzt mal hellbraun genommen, das steht hier oben drauf. Die Dame hat natürlich kein hellbraunes Haar, sondern für mich ist das eher dunkelbraun, aber sei es drum. Farbglanz und Pflegeboost hält bis zu 6 Haarwäschen. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Intensivieren Sie Ihre Haarfarbe von zu Hause aus und bringen Sie sie zum Strahlen mit dem Brillanz Haarglossing. Ideal, um die Naturhaarfarbe zu veredeln oder für die Anwendung zwischen zwei Kolorationen. Hell bis dunkelbraunes Haar geeignet. Die pflegende Formel mit Kokosnussöl pflegt ihre Haare tiefenwirksam und hilft, Haarbruch und Haarspliss zu reduzieren. Für ein besseres Haargefühl und intensiven Glanz. Mhm. Bitte verwenden Sie handelsübliche Schutzhandschuhe. Wie eine normale Haarmaske auf handtuchtrockenem Haar anwenden. 5 Minuten einwirken lassen oder länger für eine stärkere Farbintensität. Haare gründlich ausspülen und wie gewohnt stylen. Also das ist wie so eine Art Zwischenkoloration. Verstehe ich das richtig? Ich bin sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie benutzt. Nach was riecht das? Es riecht einfach wie eine Haarkur. Riecht angenehm. Also ich probiere es gerne mal aus. Auch ihr hier wieder. Wenn ihr dazu mal Erfahrungen habt, schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr sowas für zu Hause schon mal ausprobiert habt und ob das denn was bringt. Ja, ob das wirklich wieder schön Glanz in die Haare bringt, ich bin sehr gespannt. So, das war unser Auffüll-DM-Haul für 114 Euro. Das teuerste war natürlich der Adventskalender, das ist ja klar. Ich freue mich sehr drauf, ihn jetzt im kommenden Dreh für euch auspacken zu können. Ich bin mega gespannt. Mein Töchterli hat mir die Glossybox reingebracht. Vielleicht mache ich die auch gleich noch, wenn ich eh schon mal dabei bin. Amelichen schaut gerade Ariel auf Blu-ray. Das heißt, die ist gerade aufgeräumt so ein bisschen. Ich bin so froh, wenn Schule losgeht, Leute. Die ist so unausgeglichen und langweilig, furchtbar. Und mir Eltern können sie halt auch nicht den ganzen Tag bespaßen. Ne? Gestern haben wir Schultüte fertig gebastelt. Ich bin so froh, dass das jetzt vorbei ist. Und sie ist so schön geworden, Leute. Sie ist wirklich schön. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mich durch diesen kleinen DM-Haul zu begleiten, durch unsere Auffüllaktion.
Und genau, schreibt mir doch sehr gerne zu den Produkten was in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, sobald ihr es noch nicht getan habt. Der kostet nichts, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schauen werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.